Hey Leute und willkommen endlich zur zweiten Folge von der FIFA 20 Torwartkarriere mit Marc-André Ter Stegen. In der letzten Folge rechts oben beim i verlinkt, falls ihr die verpasst habt, da haben wir drei unserer Gruppenphasenspiele in dem Vorbereitungsturnier gespielt. Leider müssen wir das Vorbereitungsturnier spielen, hätte ich auch lieber sein lassen. Heute machen wir damit weiter. Wir sind nämlich im Halbfinale gegen die Tottenham Hotspurs und Tottenham Hotspur, nicht Spurs, aber egal. Das heißt, wir machen jetzt das Spiel gegen Tottenham Hotspur und wenn wir gewinnen sollten, dann sind wir im Finale und können dementsprechend dann noch ein Spiel in der heutigen Folge machen, das Finale eben. Und falls wir verlieren sollten, dann werden wir einfach zwei Ligaspiele noch hinten ranhängen. Das heißt insgesamt drei Spiele. Also eigentlich müsst ihr darauf hoffen, dass wir verlieren. Ich werde das trotzdem verhindern, indem ich ein paar krasse Paraden raushauen werde. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, könnt ihr gerne ein Abo dalassen. Und ansonsten eine Bewertung wäre auch ganz cool. Ja, vielleicht. Wisst ihr, das Dumme ist halt einfach, dass bei diesen Vorbereitungsturnierspielen auch die B, C, D, 11, also spielen absolut junge Spieler einfach nur, weil ja getestet werden soll einfach. Und dementsprechend kacke ist das halt. Weil, ja, da passiert halt nicht viel. Das sind keine krassen Spiele jetzt irgendwie, ne? Das ist so das große Problem. Aber ich kann das nicht überspringen, das Vorbereitungsturnier. Und, ja, wenn ich da jetzt einfach fünf Spiele in einer Folge bringen würde, das wäre für mich absolut viel Arbeit. Und da ich nicht viel Zeit habe zum Aufnehmen, müssen wir das leider so lösen. Tut mir leid, aber wir fangen auf jeden Fall bald in der Liga an. Seid euch da sicher. Und da haben wir den ersten Ball gehalten. Der Nachschuss wäre ganz gefährlich gekommen. Alter, die Sonne. What the fuck? Ein bisschen übertrieben dargestellt, finde ich. Ich meine, wir haben ja auch einen hohen Anspruch, ne? Ich meine, wir sind Ter Stegen, ey. Das ist so krass. Das ist ja dieses Heftige an dieser Karriere. Und ein Schuss aufs Tor von dem gegnerischen Torhüter. Und da ist es schon die Halbzeit, was ich übrigens noch gar nicht angesprochen habe. In der letzten Folge habe ich euch abstimmen lassen, wie wir denn spielen sollen als Torhüter. Und ganze 86% haben dafür gestimmt, dass wir ein mitspielender Torhüter sein sollen. Also mit rausrennen und helfen und dies und jenes. Ich bin gespannt, ob ich das hinkriege, aber ich werde es probieren. Oh, pass doch auf. Ja, macht gar nichts. Oh, das ist die Riesenchance. Kurz vor Schluss in der Mitte ist auch noch Lionel Messi. Er spielt ihn an und es ist das Tor. 1:0. Barcelona. 89. Spielminute. Lionel Messi. Yes. Das ist mega die Erleichterung. Hinten habe ich ja 1, 2, 3 kratzen können. Und jetzt auch vorne das Tor. In dem Vorbereitungsturnier blende ich übrigens keine Torhymnen ein. Das kommt dann in der Liga. Alter, Erleichterung. Jetzt nur hinten keinen kassieren. Das wäre super. Zweiten Hälfte hatten sie aber auch keine mega Chancen und das sieht auch so aus, als ob es so bleiben würde. Und dementsprechend gewinnen wir mit 1:0 und sind tatsächlich im Finale. Das heißt, heute starten wir noch nicht in die Liga rein, sondern werden jetzt noch das Finale spielen. Und damit war es das dann auch schon mit der heutigen Folge. Also ganz, ganz crazy. Aber ihr müsst mir das nachsehen. Wie gesagt, ich habe nicht so viel Zeit zum Aufnehmen und deswegen ist das so auf jeden Fall dann besser. Aber nächste Folge wird auf jeden Fall bald kommen und da werden wir in die Liga reinstarten, aber sowas von. So, dafür gibt es aber hier zwei Torwart-Trainingseinheiten. Wir werden nicht so oft Trainingseinheiten machen, weil sonst werden wir mit Ter Stegen einfach zu gut. Das wollen wir natürlich nicht. Ter Stegen hat ja schon einen guten Wert. Und deswegen machen wir das nicht immer und nicht zu oft. Ich habe mich da viel zu früh geschmissen, sehr gut. Aber jetzt, damit die Folge dann nicht ganz so langweilig ist, warum habe ich dafür keine Punkte bekommen, Mann, machen wir das jetzt nochmal. Das läuft bisher aber nicht so überzeugend.
Das hat er nicht so gut gemacht, der Messi jetzt. Und den habe ich auch gekratzt und damit haben wir das A schon. Auch wenn das nicht perfekt war, aber wir haben auf jeden Fall ein A geschafft und das ist das, was wir erreichen wollen. Und dann machen wir hier noch die Abschläge und danach haben wir unser Spiel gegen Piumento Calcio oder so, gegen die Fake Juventus Mannschaft. Wird auf jeden Fall super. So, der kommt auf jeden Fall immer vorbei. Das ist sehr gut. Die Würfe, das liegt mir eher. Ich weiß nicht, können wir überhaupt noch ein A schaffen? Ich glaube nicht, ne? Ein Versuch. Haben wir da jetzt wirklich nur einen oder haben wir da zwei? Er kommt perfekt. Ne, okay, wir haben schon ein A. Wir haben schon ein A und wenn wir den jetzt noch perfekt bringen. Ja, perfekt. Okay, das sollte es sein und damit haben wir auch schon unser A, unser Doppel-A. Ja, geht in Ordnung. So, und damit sind wir im Finale des Asia Elite Cup Vorbereitungsturniers. Juventus Turin gegen Barcelona, da ist der Pokal. Wir wollen ihn am Ende in den Händen halten. Ich bin gespannt und hoffe, dass es klappt. Wir haben übrigens eine gute Aufstellung jetzt. Also jetzt spielen auch wirklich die guten Spieler und nicht nur die ganzen Jungen. Und das, ja, will ich so sehen. Das hoffentlich bringt das den Sieg. Soweit ich mich entsinnen kann, haben wir schon in der Gruppenphase gegen Juventus gespielt. Oh, das ist krass. Wir werden hier angespielt, können den da hoffentlich gut rausbringen. Ja, 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 passt schon. Oh, da sind wir zur Stelle. Das war ganz schlecht, aber von unserem Verteidiger da den Fehlpass. Ey, krass. Halbzeit. Juventus hat hier von meinem Strafraum hin und her gespielt, bis der Schiri jetzt irgendwann abgepfiffen hat. Finde ich gut. Ja, und es ist nicht viel passiert. Null Schüsse haben wir, einen haben die, den haben wir halten können. Boah, wäre cool, wenn da mehr passieren würde. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Alter, war das schlecht. Das war so Sascha Burchert-Style, Alter. What the fuck. Und der Pfosten rettet. Ich weiß nicht, ob ich da gewesen wäre. Also ich habe mich bemüht. Hat man hoffentlich gesehen. aber der Ball war, glaube ich, trotzdem schneller als ich. Glaube ich. Oh, miese Prise. Das ist gar nicht gut. Aber der Schuss kommt noch nicht. Das ist gut. Und der ist drin. 1:0 Juventus. Ah, scheiße. Ah, das ärgert mich. Hätte ich haben können. Und da gibt es die nächste Möglichkeit. Oh, was? Der geht auch rein. Das kann nicht sein. Das ist doch nicht dein Ernst. Den habe ich gedacht, den habe ich. War mein Stellungsspiel so schlecht? Das will ich unbedingt nochmal in der Wiederholung sehen. Nee. Stellungsspiel war nicht so schlecht, aber der Kopfball war einfach zu krass offensichtlich. Also ich stand in der kurzen Ecke, da kam der Ball über mich drüber. Krass, 2:0 liegen wir schon hinten. Ey, macht mal was da vorne. Also, mit dem Unentschieden, mit dem Sieg wird das nichts mehr. Vielleicht jetzt nochmal den Anschluss. Einfach fürs Gewissen, aber das sieht auch nicht so aus. Ne, wir haben 2:0 verloren. 2 Tore habe ich kassiert. Und der Pokal ist in den Händen von Juventus Turin. Das ist natürlich mies. Duell Messi gegen Ronaldo. Kritisch. Ja, okay, Juventus hat gewonnen. Ja, muss man sagen, zu Recht. Also unsere Mannschaft hat nach vorne nicht wirklich viel gezeigt. Und den einen, den hätte ich haben müssen, den Kopfball, der war schwieriger, finde ich. Und den anderen, den hätte ich haben können, müssen, weiß ich nicht. Ja, so schlecht habe ich jetzt nicht gespielt, aber wäre auch noch mehr Luft nach oben gewesen. 2:0. Wir starten in der nächsten Folge, wie gesagt, in die Liga rein. Endlich ist es dann soweit.
Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen bei dieser heutigen Folge. Und dann würde ich sagen, lasst eine Wertung da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert, ist kostenlos, falls ihr neu auf dem Kanal seid. Und ansonsten haut rein, bis dahin und ciao, ciao.